Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen nochmal auf der Landersum. So, ich habe jetzt entschieden, nochmal ein Feld Gras zu machen. Mal schnell jetzt gepachtet. Aber werden wir nochmal Heu machen. Das ist das Feld 18. Da haben wir mal ein bisschen was zu fahren. Und wir dann einfahren. Ja, hier ist natürlich nichts gemacht auf dem Feld, ne? Also ich erwarte jetzt hier nicht den sonderlich großen Ertrag. Er ist weder gedüngt noch gekalkt. Aber ja, dem geschuldet halt, dass ich ja hier sowieso mit der diesjährigen ja, Heu-Grasernte unzufrieden bin. Ich sehe gerade, ja, Gott, hier wäre noch eine Einfahrt gewesen. Ich hätte den weiteren Weg jetzt gefahren. So. Ja, das ist nochmal 10 Hektar. Alles für unsere Kühe, damit die genug Futter haben. Ja, da werde ich wahrscheinlich heute Abend dann weitermachen. Es ist jetzt schon 0.20 Uhr. Kann ich sagen, heute Abend.
Ja. Naja, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Jetzt haben wir gleich die erste Umfahrung. Wie auch immer das sagen will. Also erst die erste Bahn vom Vorgewende. Haben wir jetzt gesagt, wir machen drei. Im letzten Mal mähen. Andere Schneidwerk könnten wir auch mal lange, könnten wir auch gebrauchen. Wir hier mehr schaffen. Schneller sind sozusagen, aber das wird doch eine Weile dauern. Weil dieses Jahr ja, ist erstmal hier keine weiteren Investitionen großartig eigentlich geplant. Erstmal eigentlich Kredit zurückzahlen. Tatsächlich. Da werde ich jetzt nicht viel Geld übrig haben. Um mir irgendwelche neuen Investitionen zu gönnen. Weil 3 Millionen Kredit ist jetzt nicht gerade ohne. Müssen wir mal dran denken, dass wir das, dass ich den erstmal zurückzahle. Das wird eine Weile dauern. Gerade in dem Spieltempo, in dem ich spiele. Man überlegt, wir haben hier, ich habe jetzt hier doch schon über 180 Stunden mittlerweile drauf und bin immer noch im ersten, in der ersten Saison. Das heißt, ich werde. Das wird eine Weile dauern, wenn wir überhaupt ja, rauskommen aus dem Kredit. Aber so ist das halt.
So. So, dann haben wir schon mal gleich die zweite Umrundung geschafft. Dann machen wir jetzt noch die dritte. Auf dem Feld würde sich ja tatsächlich mal ein größerer Schwader lohnen, wa? Na, vielleicht leihen wir mal einen aus. Mal was Neues sehen. Aber abwarten und Tee trinken. Das wird auf alle Fälle nicht in der nächsten Folge sein. In der nächsten Folge werden wir hier weitermachen. Montag werden wir dann erstmal wieder am Flug beschäftigt sein. Dann werden wir hier erstmal wieder beschäftigt sein. Und dann nochmal flügen. Also wir werden jetzt außer morgen werden wir nochmal hier unterwegs sein und dann abwechselnd bis wir dann am Ballpressen sind, weil da brauche ich halt immer drei Fahrzeuge und dementsprechend werden wir da das wäre an sich eigentlich ein geiles Feld, ne? Schön groß. Und so teuer war das gar nicht. Sprich, wenn man das jetzt kaufen würde, flügen, klar, und dann hier noch was anderes drauf packen würde. Weil 10 Hektar sind 10 Hektar. Das ist nicht gerade klein, ne? Ich meine, klar, hier, ich würde jetzt hier jetzt habe ich mich ja selbst auf die Idee gebracht.
Was würdet ihr davon halten, wenn wir das Feld noch kaufen würden? Das dann, ja, für uns unsere Zwecke nutzen. Also sprich, ja, hier könnte man, ja, das interessiert mich jetzt immer. Gras, Gras, Gras. Oh, was wäre jetzt hier am besten? Gut, mit Raps können wir jetzt nicht dienen. Mais. Ja, nochmal ein Feld Mais hinpacken. Wäre eine Idee. Ja, mit Raps können wir jetzt hier nicht mehr dienen. Das ist ja, vorbei. Das wäre so eine Idee. Ich glaube, das waren 177.000. Deswegen sage ich, das Feld könnten wir uns leisten. Ich will es jetzt wirklich genau wissen. Naja. 600.000, okay, gut. Hat sich erledigt. Der Plan hat sich erledigt. Aber eigentlich, ja, was... Was habe ich mir dabei jetzt gerade gedacht, ne? So klar, dass das eigentlich nicht, dass es so teuer ist. Naja, egal. An sich wäre es ein schönes Feld gewesen. Aber gut. So, aber das soll es dann wirklich für heute gewesen sein.
Ich hoffe doch, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Däumchen da. Und über einen Kommentar würde ich mich auch freuen, natürlich. Bis dahin, ciao, ciao.